Hallo und wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Flight Simulator X. Wir machen heute die Flugstunde 3 und zwar Orientierung. Wollen wir mal gleich zur Einweisung? Geschätzte Zeit 10 Minuten, ist alles okay, ja. Details braucht man nicht. Dann mache ich hier einen kurzen Cut, bis es geladen ist und wir sehen uns im Spiel wieder. Bis gleich. In dieser Flugstunde fliegen Sie nach dem Start zu drei verschiedenen Heißluftballons und kehren für die Landung zum Flughafen zurück. Um den Motor anzulassen, drücken Sie STRG plus E oder klicken Sie auf dem Instrumentenbrett auf den Zündschalter. Betätigen Sie die Feuertaste des Joysticks oder drücken Sie die Punkttaste, um die Parkbremse zu lösen. Wie macht man das jetzt hier überhaupt an? Das wird überhaupt nicht erklärt. Hier ist doch der Zündschalter, oder irre ich mich? Das muss man erstmal rausfinden, was. Um den Motor anzulassen, drücken Sie STRG plus E oder klicken Sie auf dem Instrumentenbrett auf den Zündschalter. Betätigen Sie die Feuertaste des Joysticks. Oder drücken Sie die Punkttaste, um die Parkbremse zu lösen. Drücken Sie den Leistungshebel von Ihnen weg oder drücken Sie F4, um zu beschleunigen. Kann man da eigentlich auch beschleunigen? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Ich fahre noch kurz da. Ich mag das eigentlich überhaupt nicht. Ziehen Sie nun den Steuerknüppel nach hinten, um abzuheben. Was für ein Bug ist denn das? Ist ja lustig. Verwenden Sie den Einsatzkompass und den Einsatzzeiger, um die Heißluftballons zu finden. Drücken Sie K, um den Zeiger auf einen der drei Heißluftballons einzustellen. Sie müssen lediglich in die Nähe der Ballons fliegen, um die Einsatzziele abzuschließen. Sie können die Heißluftballons von jeder Richtung aus anfliegen. Ups.
Das war der erste Ballon. Sie müssen noch zwei weitere anfliegen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Ob ihr die Sicht besser findet oder die. Das könnt ihr ja mal sagen. Also ich bin die ganze Zeit in der anderen geflogen. Das war der zweite Ballon. Einer ist noch übrig. Versuchen Sie, den Steuerknüppel vorsichtiger zu bedienen. Sie haben alle Ballons angeflogen. Herzlichen Glückwunsch. Sie müssen nun zum Flughafen zurückkehren und landen. Da nahezu Windstille herrscht, können Sie den Flughafen von jeder Richtung aus anfliegen. Der Einsatzkompass und der Einsatzzeiger geben jetzt die Richtung zum Flughafen an. Versuchen Sie, den Steuerknüppel vorsichtiger zu bedienen. Der Flughafen verfügt über zwei kurze Grasstreifen und eine lange betonierte Landebahn. Wenn Sie die Herausforderung suchen, können Sie auf einem der Grasstreifen landen. Grasstreifen sind oft schwer zu erkennen. In dieser Flugstunde sind die Grasstreifen gelb markiert, damit Sie diese leichter ausmachen können. Sie können außerdem den Einsatzkompass und den Einsatzzeiger zwischen den Grasstreifen umschalten, indem Sie K drücken. Sie halten jetzt Kurs auf den Flughafen. Verringern Sie die Leistung, um das Flugzeug auf 60 Meilen pro Stunde oder weniger zu verlangsamen. Stellen Sie sicher, dass der Motor vor der Landung im Leerlauf ist. Ziehen Sie den Steuerknüppel kurz vor dem Aufsetzen ein wenig nach hinten und lassen Sie das Flugzeug auf dem Boden gleiten. Sie sind etwas zu schnell, um sicher landen zu können. Verringern Sie Ihre Geschwindigkeit auf 50 Meilen pro Stunde oder weniger. Sie sind auf einem der Grasstreifen gelandet. Gut gemacht. Darf ich es bitte nochmal sehen? Jedenfalls, hier, beenden Sie mich. Ich möchte mich jetzt nochmal erzählen. Mein Freund, der hat sich nämlich auch gleich in der Auto gekauft. Jedes Mal, wenn er jetzt startet er genauso, wie gerade das Flugzeug ist. Er steckt nämlich immer im Boden fest. Habe ich schon mal gelacht. Jedenfalls, das war's dann auch wieder heute. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.